Die würde ich gerne für meine Dinger nehmen, genau. Das heißt, hier kommt die Query ran. Dann kommt hier quasi oben die Teleport-Pipe hin. Das heißt, ich müsste quasi hier rüber gehen. Okay. Ich bräuchte auch noch eine Iron Pipe. Da habe ich noch keine, ne? Die bräuchte ich sogar ganz dringend. Eisen, Eisen haben wir nicht mehr dabei. Haben wir denn hier noch irgendwo ein Eisen? Und das ist das, ne? Ich brauch die Items sortiert. Ich kann so nicht arbeiten. Ich suche mir hier jedes Mal einen Wolf nach Items. Shiny Ingot. Komm, wir haben doch hier noch irgendwo ein, zwei Eisenbarren. Wahrscheinlich im Project Table, ne? Kann das sein? Wir gucken mal. Ja. So, einmal das hier und das hier. Nein, das hier. 8 Stück, das sollte reichen. Und als nächstes brauchen wir noch eine Wrench. Und zwar diese hier. Ein Stone Gear. Okay, das sollte kein Problem sein. Wir brauchen einmal das hier. Ein Zahnrad. Das machen wir dann aus Stein. Und dann jeweils noch ein Eisenbarren mit hinzu. Und wir haben unsere Wrench, mit der wir die Pipes einstellen können. Sehr schön. So, einmal hier nach unten. Also, ich habe gesagt, das wird die Kiste. Oh Gott. Ich brauche doch auch noch Wooden Pipes, ne? Da war ja was. Wooden Pipes waren doch, glaube ich, ganz normal hier mit normalem Holz und so, ne? 8 Stück, die sollten auch vorerst reichen. Und ab nach unten. So, denn hier müssen ja die Sachen auch rausgepumpt werden. Das heißt, hier kommt eine Wooden Pipe hin und hier kommt eine Wooden Pipe hin. Dann geht's weiter mit der Stone Pipe. Das hier stört ein bisschen. Und ich werde die gleich mal hier komplett nach unten ziehen. Ja, so werde ich das machen. So, Moment. Hier brauchen wir eine Iron Pipe. Das ist schon mal klar. Dann einmal hier eine Stone und nochmal eine Stone. Dann geht's hier weiter. Die muss natürlich so eingestellt werden, passt mal auf, dass die Items nur in diese Richtung können. Das heißt, nach oben ist zu und nach links ist zu. Die Items können hier quasi nur durch die rechte Öffnung. So, dann einmal hier rum. Ach du Schande, ich habe hier einen zu tief gebuddelt, ne? Aber das soll uns nicht stören. Wir machen das Ganze einfach so. Als nächstes kommen hier die. Ich hoffe mal, dass das die richtigen sind. Weil wie gesagt, es waren normalerweise die Advanced Insertion Pipes, die ich gehabt habe. Aber das müssten die Insertion Transport Pipes sein, mit denen, wo ich quasi hier, wenn Items zu viel sind, dass die rauskommen. Die Frage ist natürlich nur, ah, das wird sogar passen. Das wird sogar passen. So, das heißt, wir werden hier jetzt vorerst mal das anschließen. Das Entmüllungssystem werde ich später bauen, aber ich werde trotzdem diese Pipes hier schon verwenden, ne? Denn ich brauche die, ne? So. Wir werden hier jetzt einmal durchziehen. Und als nächstes sind wir dann hier. Und ich weiß, ich muss auch noch die Diamond Pipe setzen, aber vorerst mal, dass ich hier so einen kleinen Anhaltspunkt habe, wo ich denn meine Pipes setzen muss. Und wie ich die Pipes alle brauche, ne? So, das passt. Das passt. Okay. Wo sind meine Diamond Pipes? Die brauche ich natürlich auch, denn zum einen kommt hier eine Diamond Pipe hin. Dann brauchen wir hier einmal das hier. Diamond Pipe. Genauso wie hier. Zack. Ich hoffe mal, ich habe genug Pipes, ne? So, und ich könnte eigentlich hier auch schon jeweils eins aufmachen. Ich müsste fast zwei aufmachen, ne?
Ja. Wie mache ich denn das? Wobei ich. Nee, das geht doch. Ich könnte ja dann quasi hier direkt drunter gehen. Doch, das müsste gehen. Das müsste gehen und dann. Ach, warum denn? Ich kann doch hier mit Stone Pipes arbeiten. Beziehungsweise die Cobblestone Pipes. Die verbinden sich dann ja nicht. Dann werden wir hier vorerst mal zumachen. Okay. Vorerst vorrangig mal das Sortiersystem. Ich hätte gerne meine Pipe. Die sind kostbar. So. Nächster, einmal hier. Das muss weg. Diamond Pipe. Ich hoffe mal, ich habe genug Pipes, ne? Oder habe ich das nicht sogar schon ausgezählt oder so? Essen. Essen, keine Seeds. So, dann hätten wir hier die nächste Kiste. Hier passt alles, ja. Zack, zack. Da ist meine Diamond Pipe. Mal kurz ein Lied weiterschalten. Weg damit. Moment, Moment, Moment. Es wird schon wieder Nacht, ne? Ja. Hier muss zu. Und ich werde vermutlich auch hier noch Goldpipes zwischensetzen. Damit die Items. Wobei, eigentlich bräuchte ich das nicht, ne? Wir gehen übrigens mal kurz pennen. Habe ich jetzt gerade so beschlossen. Hier. Hier muss noch eine Fackel hin. Also hier unten darf ich auch gut ausleuchten, was man hier natürlich auch wieder machen könnte. Man könnte hier mit den Lamps arbeiten, ne? Also mit den Lampen. Das wäre natürlich auch nett. Aber einfach mal gucken. So. Es geht wieder abwärts. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ich könnte natürlich auch jetzt gleich mal hier und hier mal gleich die Pipes hier alle setzen. Zack, zack. Und ich glaube, sie reichen nicht. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Und das Schöne ist, wenn ich das ganze Zeug da unten habe, ne? Also jetzt ohne irgendwie einen Außenkrams oder so. Dann kann ich natürlich auch hier, wenn wir mal die größeren Kisten haben, ich sage jetzt mal die Diamond oder die Crystal Chests oder goldene oder Eisen Chests, je nachdem, kann ich da unten relativ schnell umbauen. So, wir brauchen Pipes. Und zwar waren das hier die Insurgent Transport Pipes. Ich hoffe wirklich, dass das die richtigen sind. Das waren Eisenzahnräder, oder? Ja, zwei Stück. Obsidian Transport, Cobblestone Structure. Ne, das müsste schon die sein, wenn ich hier vom Tekkit Classic ausgehe. So, das heißt, wir brauchen zwei Eisenzahnräder. Zwei. Okay. Aus denen machen wir natürlich wieder Stein. Und aus denen machen wir Eisen. Ist eine ganz schön teure Angelegenheit und wir haben schon wieder fast kein Eisen mehr. Das ist natürlich auch gut. So, die haben wir. Und das heißt eigentlich, wir bräuchten auch noch ein paar Diamond, ne? So, das heißt, zack, zack. Und das hier. Die kommen hier mit hin. Okay. Hier haben wir schon, das heißt, hier kommt noch eine hin, hier kommt noch eine hin und hier. So, das nächste sind die Diamond Pipes. Die werde ich natürlich auch jetzt gleich setzen. Und zwar hier eine. Das nächste wäre dann hier. Das Einzige, was ein bisschen nervig wird, aber ich werde mir das hier unten mit ranschreiben, wo was reinkommt, ne? Dass ich hier unten auch so einen kleinen Überblick habe. Nee, da ist sie falsch. Welche Pipe zu welcher Kiste gehört? Denn sonst glaube ich, tue ich mich da echt schwer.
So, das passt, passt, passt. Das nächste wäre dann hier. Das nächste hier. Das nächste hier. Und hier kommt dann die Restekiste hin. Genau, vorerst mal die Restekiste. Denn ja, auch wir brauchen wieder eine Restekiste. Für die Items, die wir quasi noch nicht zugeordnet haben. So, hier und hier. Oh, ich bin so froh, wenn das Ding steht. Das Dach muss ich ja auch noch machen. Oh, wann bauen wir das denn? Aber das... Nee, nach dem Sortiersystem. Nach dem Sortiersystem. So. Dann würde ich doch fast sagen, ne? Wir gehen einmal nach oben. Und werden mal anfangen. Wir werden hier mit einer Kiste anfangen. Natürlich ganz klar mit Erde. Ich könnte es mir natürlich auch einfach machen. So. Dann hier. Haben wir denn... Ich hole mal kurz ein paar Items, ne? Und wir brauchen noch zwei Redstone Engines. Genau. Zum Rauspumpen der Sachen. Redstone Engine. Und die hätten wir hier. Das heißt, wir brauchen vorerst mal einen Piston. Einmal so. So, glaube ich. Und das Holz drüber. Haha. Ich weiß es noch. 1, 2 Stück. Dann brauchen wir 4 Holzzahnräder. 1, 2, 3, 4. Okay, dann hätten wir alles. Das packen wir hier rein. Das packen wir hier rein. Einmal Glas und das Holz drüber. So. Und wir brauchen natürlich noch 2 Redstone-Fackeln später. So. Dann könnte ich hier mal meine Werkzeuge lassen. Die brauche ich im Moment nicht. Ich muss Items mitschleppen. Ach so. Okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Jetzt habe ich hier 2 Diamanten drin. So, wir brauchen auf alle Fälle Cobblestone. Den können wir gleich mal mitnehmen. Und den Stone. So. Das heißt, also hier kommt Erde rein. Hier kommt, ich muss im Moment auch ein bisschen sparsam sein. Der Stone und der Cobblestone. Moment, wir haben doch in unserer Tasche eine Menge Erde. Die könnten wir eigentlich ausräumen und gleich in die Kiste verfrachten. So, einmal an die Kiste heran. So, das hier. Dann einmal das Zeug hier. Hier, hier, hier. Okay. Stone, Stone. Als nächstes könnten wir schon mal Holz einlagern. Oh, wo baue ich denn mein automatisches Erzverarbeitungssystem hin? Da hätte ich noch eine Idee. Da hätte ich noch eine Idee. Brum, 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 brum. Lass mich mal kurz überlegen. Oh, das brauchen wir ja auch noch. Das brauchen wir ja auch noch. Aber solange wir keinen Rotary haben, müssen wir eh noch normal arbeiten. Da lasse ich mir dann noch was einfallen. Ich werde aber trotzdem schon mal die Erze hier in die letzte Kiste verfrachten, ne? Dann, Moment, die Erze eine davor. Und zwar hier rein. Und hier kommt das Eisen mit rein. Dann lasst mich mal kurz hier wieder ins Haus zurück. Wir werden hier jetzt mal an dieser Kiste anfangen. Bücher, Rubberwood, Dreck, Essen, Gummi, Samen, Blumen. Oh Gott, ich habe schon wieder so viel Zeug, ne? Kies, Stone, Golderz, Saplings.